Auch heute begrüßen wir euch zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Römer 12, Vers 12. Und da steht, seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet, und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Gott erfüllt seine Zusagen, auch in deinem Leben. Und lass dich nicht vom Gebet abbringen, sondern bleibe dran. Gib nicht auf, sondern vertraue Gott für deine Lösung. Ja, mit den Zusagen Gottes wollen wir dich heute auch wieder ermutigen. Hoffnung um 12. Schön, dass du dabei bist. Heute wollen wir weitermachen mit dem Thema das Feuer des Heiligen Geistes. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, das Feuer des Heiligen Geistes, wir hatten es letzte Woche schon mal davon und wir werden auch heute nicht ganz fertig. Es gibt so vieles, was das Feuer tut in deinem Leben, und das Feuer, wollen wir weitermachen, es bereitet zu. So wie Jesus die Fische am Seeufer zubereitet hat mit Feuer, so ist das auch ein Beispiel, wie er uns zubereiten möchte durch das Feuer. Wir wissen es, wenn wir Speisen haben, wenn wir Kuchen backen und was auch immer. Es wird erst genießbar, wenn es Hitze erlebt hat, Feuer erlebt hat. Und das ist auch wichtig. Wir Christen, wir werden auch genießbar, wenn wir voll des Feuers sind, des Feuers des Heiligen Geistes, wenn wir wirklich brennen. Und das Feuer verschafft auch Atmosphäre. Wir kennen es von Weihnachten, die Kerzen und all die warmen Lämpchen und all das. Das macht wirklich Atmosphäre. Und so machst auch du Atmosphäre, wenn das Licht, das Feuer Gottes in dir ist, dann bringst du die Atmosphäre wirklich in deine Umgegend, in deine, ja, dort, wo du unterwegs bist. Und noch eins für heute, das Feuer macht geschmeidig. Wir wissen es, kennen es von früher. Heute wird es eher maschinell gemacht, aber das Schmieden, da hat man Eisen sehr, sehr heiß gemacht, rot glühend, und dann konnte man es formen und es sind schöne Sachen daraus entstanden und es soll auch etwas Schönes aus dir entstehen. Aber da ist es auch wichtig, das Feuer, und wir müssen es auch zulassen, dass wir verbogen werden, dass wir geformt werden von göttlicher Hand, und das geschieht mit dem göttlichen Feuer, das Feuer des Heiligen Geistes. Herr, ich danke dir dafür, für jeden, der sich formen lassen möchte, der auch die Hitze aushalten möchte, um schöner zu werden, um bereiter zu werden. Ich danke dir dafür, auch Herr, für all dieses zubereitende Feuer, dass wir wirklich genießbar sind, dass wir brauchbar sind, dass wir nicht nur wie ein Schild herumlaufen, wo Christ draufsteht, sondern dass man auch uns erleben kann und auch erfahren kann, und dass wir wirklich, Herr, auch diese Atmosphäre, die dein Feuer mit sich bringt, ausstrahlen. Herr, ich danke dir dafür, dort, wo wir hinkommen, dass wir wirklich, Herr, dieses angenehme Licht leuchten lassen, das von dir kommt, weil es aus uns herausstrahlt. Danke für jeden, der es zulässt. Amen. Amen. Und wir möchten für Menschen beten, die uns ihr Anliegen gesandt haben und nachher hören, was Gott getan hat. Eine Frau bittet um Gebetshilfe für immer wiederkehrende Beschwerden. Sie schreibt, liebe Isolde, lieber Daniel, da ich weiß, dass ihr euch jedes einzelnen Gebetes annimmt, möchte auch ich euch mein Gebetsanliegen senden. Seit Wochen plagen mich arge Ohrenschmerzen und noch nicht einmal ein Antibiotikum konnte Abhilfe schaffen. Darum wende ich mich an den allmächtigen Gott. Bitte um Heilung und Linderung und bitte auch euch, mich in meinem Gebetsanliegen zu unterstützen. Ich möchte mir immer wieder vor Augen führen, dass mit Gott alle Dinge möglich sind. Auch ein Leben ohne diese immer wiederkehrenden Beschwerden. Einen herzlichen Dank sage ich euch im Voraus. Und das ist wahr. Gott vermag alles zu tun, auch ein Leben ohne Ohrenschmerzen.
Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst, die voller Zuversicht zu dir kommt und wirklich ihre Hoffnung auf dich setzt. Und ich danke dir, dass diese Ohrenschmerzen verschwinden. Und wir entmachten sie durch das Blut Jesu und befehlen sie zu verschwinden. Danke, Jesus, dass diese Ohrenschmerzen nicht wieder auftreten, sondern dass sie wirklich geheilt ist durch dein Blut in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt für einen lieben Freund um Gebetsunterstützung. Ein lieber Freund von uns ist plötzlich in sehr große Geldnot geraten und leidet unter Depressionen. Bitte betet mit uns um Gottes Eingreifen. Er braucht dringend zwei Wunder. Und Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott der Wunder bist und dass du auch bei diesem Mann eingreifst und du weißt um seine Geldnot und ich danke dir, dass du dieses Problem löst. Und ich danke dir auch, dass du diese Depressionen in Licht verwandelst, dass dein Licht in sein Herz hineinkommt und dass er wieder Freude hat. Danke, Jesus, dass du diese Depressionen umkehrst in Freude und in Frieden und in Gelassenheit. Danke, Jesus, dass er wirklich dir vertrauen kann und dass du alles wohl machst, auch diese Geldsorgen wegnimmst und auch dein wunderbares Licht in sein Herz hineinbringst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn wir für dich beten sollen. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau hat ein Gebetsanliegen für ihren Ehemann und bittet um Gebet. Bitte betet für meinen wunderbaren Ehemann. Er ist von Minderwertigkeitsgefühlen und Leistungsdenken beherrscht. Das belastet unsere Ehe. Vielen Dank für euren Dienst. Danke, Herr, dass du mit diesem Ehemann bist. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, dass er so wunderbar ist. Und danke, dass er, Herr, auch von seiner Frau als wunderbarer Ehemann betitelt wird. Und ich danke dir dafür, Herr, dass jegliche Minderwertigkeitsgefühle weichen, Herr, dass er wirklich das annehmen kann, dass er so wunderbar geschaffen ist. Und Herr, das ganze Leistungsdenken, Herr, ich danke dir dafür, dass du mit ihm bist. Und Herr, dass er sich annehmen kann, dass er in eine Ruhe hineinkommt und aus diesem Hamsterrad heraus. Ich danke dir von Herzen. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns wegen seinem Vater. Er macht sich Sorgen um seinen Vater. Hallo und Gottes Segen. Ich habe ein Gebetsanliegen für meinen Vater. Er war beim Arzt und es besteht ein Verdacht auf Blasenkrebs. Ich hoffe, dass es kein Krebs ist und vor allem, dass es nicht gestreut hat. Bitte betet mit mir. Ich habe schon zwei Wunder selbst erleben dürfen in der Gebetsnacht. Bitte betet für meinen Vater. Danke. Danke, Herr, dass wir für diesen Vater beten dürfen. Ich danke dir dafür, Herr, dass du der Herr bist, Herr, auch über Blasenkrebs. Herr, lass es wirklich, Herr, eine Kleinigkeit sein und kein Blasenkrebs. Und ich danke dir dafür, dass alles verschwindet, was irgendwo an Krebs irgendwo erinnert oder irgendwas, Herr, Übles sein will. Ich danke dir dafür, Herr, dass du Durchbruch schenkst, dass Heilung geschieht. Komplette Heilung. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Gott erhört Gebet und das schreiben uns viele Menschen. Und da wollen wir wieder einige Zeugnisse hören. Eine Frau schreibt uns diese beiden Zeugnisse und berichtet von Gottes Wunder. Im Dezember wurde mir erklärt, dass meine dritte Herzkammer zu schwach sei und mein Zweikammer-Schrittmacher nicht mehr ausreiche. Die Gefahr eines plötzlichen Herztodes sei immens. Die verordneten Medikamente hatte ich nicht vertragen. Nachdem ich sie angeschrieben hatte, wurden erneut mehrere Untersuchungen vorgenommen. Heute habe ich erfahren, dass ich nun doch keine Herzoperation benötige und mein bisheriger Herzschrittmacher für weitere Jahre ausreicht. Und eine weitere Gebetserhörung. Wir hatten Probleme mit der Heizung. Der Handwerker erklärte, dass wir irgendwo im Untergeschoss ein großes Leck hätten. Viele Liter Wasser waren offenbar unter den Estrich geflossen. Der Boden sollte erneut aufgerissen werden. Vor einem halben Jahr hatten wir bereits einen gewaltigen Wasserschaden, der repariert war. Eine neue Riesenbaustelle erwartete uns, ebenso die Kosten für eine neue Heizung.
Mein Brief an Sie konnte noch nicht lange bei Ihnen eingetroffen sein, als die Heizung plötzlich wieder problemlos lief. Das vermisste Wasser blieb verschwunden. Den Handwerkern ist es ein Rätsel. Ich weiß nicht, um was Sie Gott gebetet haben, aber uns ist rundum geholfen. Wunder Gottes im 21. Jahrhundert. Gott war am Werk, ihm und Ihnen von Herzen danke. Ist das nicht wunderbar, was Gott alles zu tun vermag? Und ein Mann berichtet uns von seiner geheilten Kniegelenksarthrose. Er schreibt: Bei der letzten Live-Gebetsnacht im Oktober 2019 hat Jesus mich von einer schmerzhaften Kniegelenkarthrose geheilt. Vor kurzem nun kam diese Krankheit mit starken Schmerzen zurück. Das habe ich nicht angenommen. Daniel sagte einmal in einer Predigt, dass wir unsere Heilung auch im Glauben festmachen sollen. Ich habe den Heiligen Geist gebeten, mich noch einmal in die Gebetsnacht zurückzuversetzen. Ich dankte Jesus für die erneute Heilung. Geheilt ist geheilt. Als ich später die Treppe runterging, war alles wieder gut. Danke, Jesus. Ja, und das ist ein wunderbares Geheimnis, dass man festhält an der Heilung, die Gott einem geschenkt hat. Der Teufel versucht es immer wieder, uns zu attackieren. Und ja, da dürfen wir wirklich festhalten an dem, was Gott getan hat. Und aus Berlin schreibt uns eine Frau von einem falschen Medikament. Bei mir lag ein ärztlicher Fehler vor, durch den ich Muskelkrämpfe bis hin zum Muskelzerfall hatte. Auf dem Beipackzettel des Medikamentes, das mir verschrieben wurde, waren Reaktionen genannt, die bei mir auftraten und welche die eigentliche Erkrankung verschlimmerten. Das Medikament hatte ich etwa ein Jahr eingenommen. Im Gebet erinnerte mich der Heilige Geist, den Beipackzettel zu lesen. So habe ich das Medikament in Übereinstimmung mit meinem Hausarzt abgesetzt. Vielen Dank für eure Gebete. Wie wunderbar. Ja, wie wunderbar. Diese Zeugnisse, das Zeugnis von der Heizung, das ist ein Wunder vom 21. Jahrhundert. Das ist so toll, was Gott alles tut, was wir uns gar nicht vorstellen können und auch nicht erklären können. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir nicht alles erklären können. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Ich möchte dir die Frage stellen heute: Bist du wirklich genießbar für diese Welt? Oder nimm die Welt von dir Abstand, ja, die draußen und die drinnen und so weiter. Du argumentierst vielleicht mit diesen Worten, ja, wir sind gerettet, die sind verloren. Nein, wir sollen genießbar sein für diese Welt. Wir sollen ein Zeugnis sein für diese Welt. Und es ist immer noch die Chance, dass diese Menschen zu Jesus finden. Und du gehörst zum Bodenpersonal von unserem Gott. Du gehörst zu diesem verlängerten Arm und da müssen wir genießbar sein. Lass das Feuer Gottes in dir wirken. Schön, dass du heute dabei bist und wenn du ein Anliegen hast, darfst du es uns gerne mitteilen und heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Ich möchte dich einladen für unser Fest 77 Jahre Missionswerk Karlsruhe. Am 3. Juli haben wir das hier im Zentrum und du bist recht herzlich eingeladen. Am Sonntag um 10 Uhr werden wir beginnen und mittags wird es viele schöne Sachen geben. Komm einfach vorbei und es ist schön, dass wir uns wieder sehen können. Ja, herzliche Einladung zum Sommerfest und wir verabschieden uns. Bis bald. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.